Ja, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL-Spiel des Ingolstadt gegen die Düsseldorfer EG. Endstand in der Thun Arena 4:3 für die Panther. Ich stelle wie immer kurz beide Coaches vor, zu meiner linken Gästetrainer Harold Kreis und wie immer zu meiner rechten unser Head Coach Doug Shedden. Das erste Statement gebührt natürlich den Gästen. Mr. Kreis, Ihr Statement bitte zum Spiel. Ja, guten Abend zusammen. Gratulation an Doug und seine Mannschaft, die heute für mich einen sehr starken Auftritt hatten viel Spielanteile auch. Dieses schnelle Spiel nach vorne, was uns immer wieder gezwungen hat, mehr Zeit in der Defensivzone zu verbringen, als uns lieb ist. Aber wir haben dann doch immer wieder einen Weg gefunden, uns nach vorne zu bewegen. Nicht so sehr uns in der Offensivzone festzusetzen, aber doch ein paar Akzente setzen zu können. Auch durch das erste Tor von Tobi Eder. Insgesamt fand ich es von meiner Mannschaft ein hart umkämpftes Spiel gegen eine Mannschaft, wie gesagt, die sehr viel Druck zum Tor macht und auch unglaublich gefährlich ist, unmittelbar vor dem Tor. Wir haben es gesehen, zweimal schießen wir Tore und im nächsten Wechsel fallen auch die Gegentreffer. Also gegen Ingolstadt kann man keine Sekunde, keinen Moment in keiner Phase des Spiels sich nur ein wenig entspannen oder nachlassen, weil die nutzen jede Chance, die sie haben. Und für uns ist es eine ärgerliche Niederlage. Ich fand eben mit dem Einsatz heute, nach dem Spiel von gestern, hätte ich gern in irgendeiner Form einen Punkt oder zwei heute Abend mitgenommen. Aber wie gesagt, Gratulation nochmal an Doug und seine starke Mannschaft heute Abend. Danke. Vielen Dank. Doug, your statement. Yeah, good evening. It was funny. The first period had a lot of flow to it, but I saw the shots on goal, where we were getting them from, we were pretty disappointed. We talked about in the second period going out and we got to get into the dirty areas around their net, inside the game, I like to call it, and just throwing more pucks at their net. And you know, we had probably 10 shots in the second period that were, you know, in that area. And Soramy's obviously tipped one in. So every goal came from that in the third period. Obviously, Aubrey's line was very, very good. And every goal they got wasn't a thing of beauty, but tips and rebounds. And that's what you need to do. It's playoff time coming here soon. And you need to get into those dirty areas to score goals. And in this day and age and the way the game's played, nobody's going to hurt you when you go to those areas, so you shouldn't be afraid to go there. But it was really nice to have Bodie back in our lineup. It makes a big difference, and we're certainly happy with the win. Thanks. Vielen Dank. Ich fasse kurz zusammen. Er sagt, das erste Drittel war dem nicht so gefallen, hat die Mannschaft zu wenig Schüsse einfach aufs Tor gebracht. Im zweiten ist es deutlich besser gewesen. Er sagt, da sind sie ja dann in die Bereiche gegangen, wo es weh tut, haben mehr Schüsse aufs Tor gebracht und vor allem auch mehr Schüsse dann aus dem Slot abgegeben. Soramis hat dann das 1-1 eben abgefälscht reingemacht. Und auch jedes andere Tor war jetzt nicht eine Schönheit, aber abgefälscht drin. Hauptsache, der Puck ist über der Linie. Im dritten Drittel, sagt er, die Aubry-Reihe war sehr gut. Und sie müssen einfach so weitermachen, dahin gehen, wo es weh tut. Und genau so ist man auch erfolgreich. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Fabian Huber. Doug, the fourth line was hot, obviously, today, as was Aubry's line. What kind of became obvious is that the first line isn't your best line anymore for a couple of weeks now. Now you've been twisting your lineup like a Rubik's Cube. Are you thinking of, I don't know, pulling Pieta and Simpson apart again and putting, I don't know, Timmy and Töfflin back in there? Or? Well, obviously they played together tonight, so I wasn't thinking of pulling them apart yet. But, you know, it's not as working as well as we certainly planned or we thought it would, so that's disappointing. So, you know, again, we're 31 games into the season. We're still searching for the right combinations, what's going to click, and plus the power play combinations. But, you know, Danny's line got scored on a couple times in the third period tonight. And our best lines were Sammy's line played very well, and obviously Aubrey's line gets three goals. So, we just there's some guys that can play better. There's no question about it. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Frage ging danach, ob er vielleicht darüber nachdenkt, Pieta und Simpson mal in unterschiedliche reinzustellen. Er sagt, ja, im Moment läuft es bei den beiden oder in der Reihe eben nicht so gut. Da muss man eben weiter ausprobieren, schauen, was funktioniert. Die dritte und vierte Reihe, hat er gesagt, war halt sehr gut. Und ja, man muss immer noch ein bisschen rumprobieren, wie es passt.
Gibt es noch mal weitere Fragen? Hans Fischer? Frage an Dag Schettner. Nicht zum heutigen Spiel, sondern zu der Neuansetzung des Spiels gegen Iserlohn. 5 Spiele in 7 Tagen dürfte dir keine Freude machen. Das liegt ja schon fast an Wettbewerbsverzerrung, wenn dann danach die Playoff angehen. Five games, 7 nights, easy peasy. That's why we're hoping, obviously hoping to have some success here early in the week and where we clinch a playoff spot. So you might have the luxury of resting guys. So not everybody has to play 5 and 7 nights. Obviously, that's a lot of work. And, you know, just then playoffs start a day later, which is there's no time to prepare for that. But it is what it is. So we all knew this year was going to be difficult in some certain situations. So we just got to deal with it. Also er sagt, wird natürlich mit 5 Spielen in 7 Tagen nicht einfach. Umso wichtiger war der Sieg heute. Vielleicht gibt es dann die Chance, wenn man sich frühzeitig qualifiziert, auch mal dem einen oder anderen vielleicht eine Pause zu geben. Dann am Schluss, die Playoffs fangen ja dann direkt nach dem letzten Hauptrundenspiel an. Da gibt es natürlich wenig Vorbereitungszeit. Aber so ist es. Man wusste, dass es eine schwierige Saison wird und man muss damit irgendwie umgehen. Gibt es noch weitere Fragen? Jule Pickel oder Hans, du noch? Frage an Herrn Kreis. Sie spielen übermorgen schon wieder gegen Ingolstadt. Was ist jetzt die perfekte Antwort darauf oder wie gehen Sie das Rückspiel an? Ja, nicht viel anders als heute. Ich meine, wir wissen, dass das Umschaltspiel von Ingolstadt dann auch die Qualität der Stürmer sehr stark ist. Aber wie das Doug schon gesagt hat, wir haben im ersten Drittel mehrere bessere Schüsse gehabt. Wir haben dann im zweiten Drittel nicht nur wegen dieser 2 Unterzahlsituationen, sondern generell ein bisschen nicht zugelassen, aber Ingolstadt hat das forciert und im letzten Drittel haben sie da ihre Tore geschossen. Also wir müssen schauen, dass wir nach wie vor mit diesem Einsatz spielen, aber den letzten Schritt, das hat einfach gefehlt vor dem Tor. Wir waren nicht konsequent genug. Wie gesagt, 2-mal die Tore geschossen, unmittelbar danach die Gegentreffer. Es fehlt nicht viel, aber dann fehlt doch viel. Und das kann man bei Ingolstadt nicht zulassen. Also wir gehen an das Spiel genauso wie heute. Gibt es noch weitere Fragen? Keine mehr? Dann unseren Gästen einen guten Hausweg. Wir sehen uns am Mittwoch schon wieder. Und in der Saturn Arena geht es am kommenden Samstag gegen die Kölner Haie weiter. Bis dahin.